Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns über Backup-Konzepte sprechen. In meinen täglichen Webinaren mit Kunden und Partnern stellt sich häufig die Frage, wie sieht eigentlich das ideale Backup-Konzept aus? Und wie kann mich Fast LDA hierbei unterstützen? Schaut man sich die Historie an, galt lange Zeit das GFS-Prinzip mit transportablen Medien als ein Grundbestandteil für jedes Backup-Konzept. Die tägliche Entnahme des Mediums, die wöchentliche Entnahme, Monatsentnahme, Quartalsentnahme, jährliche Entnahme, eventuell sogar Aufbewahrung für eine lange Zeit, was uns direkt in den Archivgedanken bringt, galt als der Standard. Der Standard, um auch Backup-Daten gegen Gefahren wie Brand oder Wasserschäden zu schützen. Ziel des Backups war es, die Infrastruktur nach einem Ausfall wieder zum Laufen zu bringen. Später kamen Speicherlogiken mit hinzu, die Redundanzen innerhalb des Speichers abbilden, über entsprechende RAID-Level und die auch die Möglichkeit einer Replikation an einen Remote-Standort abbilden können. Somit konnte man die Datensicherheit innerhalb des Speichers garantieren und auch in Desasterfällen über den zweiten Brandabschnitt Daten wieder zurückholen. Spätestens seitdem Ransomware und auch gezielte Angriffe nicht nur auf die Infrastruktur, sondern auch auf das Backup-System und somit auf den Backup-Speicher aktiv geworden sind, gilt die Sicherheit wieder als höchstes Gut. Die physikalische Entnahme wird hier wieder dringend nötig, denn die physikalische Entnahme entkoppelt mir meine Backup-Daten vom laufenden Betrieb und somit auch von jedwedem Angriff. Daraus entstanden ist das klassische 3-2-1-Konzept. Das Ziel beim 3-2-1-Konzept ist es, die Backup-Daten auf drei Kopien zu verteilen, wovon zwei auf unterschiedlichen Medien liegen und eines idealerweise offline und offsite im Airgap befindlich ist. Bedeutet das am Ende, dass ich alle meine Daten dreimal kopieren muss? Nein, das bedeutet es nicht. Im Schritt 1 gilt es, die Daten zu klassifizieren und nach RPO-RTO-Kriterien einzuordnen. RPO-RTO stellt hierbei einfach gesagt dar, wie alt dürfen Daten im Worst Case sein und wie schnell muss ich sie wiederherstellen können. Die Ablage auf einem hochperformanten Backup-Speicher hätte eine sehr kurze Wiederherstellungszeit. Wenn ich jedoch die Daten nur einmal im Monat auf diesen Speicher lege, wären die Daten trotzdem sehr alt, die ich an dieser Stelle wiederherstelle. Der Abstand zwischen der Wiederherstellung und dem letzten Backup davor stellt mir also den Verlust der Daten oder den Stillstand meines Betriebs dar. Spreche ich beispielsweise von einem produzierenden Gewerbe, in dem die Fließbänder nicht stillstehen dürfen, würde ich für diese Maschinen RTO und RPO entsprechend kurz dimensionieren. Geht es mir um Daten, die vielleicht einen hohen Wert haben, aber selten benutzt werden, wäre RPO eher klein, aber die Wiederherstellungszeit kann entsprechend ein bisschen größer ausfallen. So klassifiziere ich meine Daten. Als Beispiel sind Daten, die bei uns im Silent Cube System mit dem Hardware-Warm-Speicher abgelegt sind, mit RPO und RTO gleich 0 gleichzusetzen. Denn alle Daten, die abgelegt werden, werden direkt im Hardware-Warm-Speicher gesichert und eine Wiederherstellungszeit ist nicht nötig, da die Daten sofort zugreifbar sind. Habe ich die Daten klassifiziert, geht es weiter zum Schritt 2. Wir müssen überlegen, wie wir das Konzept aufteilen und in welchem Speicherbereich welche Daten unterzubringen sind. Wir unterscheiden klassischerweise zwischen drei Bereichen. Wir haben zum einen den Performance-Bereich, in dem Daten eher für kurze Zeit aufbewahrt werden, aber entsprechend schnell wiederhergestellt werden. Wir haben den Kapazitätsbereich, in dem Daten für längere Zeit aufbewahrt werden und im Idealfall auch hier schon über einen Softwaremechanismus gegen Veränderungen und Angriffe geschützt sind. Und in der letzten Instanz den Airgap-Speicher, die physikalische Entkopplung der Daten aus dem produktiven Betrieb. Beginnen wir mit dem Performance-Bereich. Das Ziel ist ganz klar eine schnelle Sicherung, aber noch viel wichtiger die schnelle Wiederherstellbarkeit der Daten. Die Daten sollten hier natürlich entsprechend aktuell sein.
Dieses Ziel dient also dazu, im Worst Case meine Infrastruktur so schnell wie möglich wieder anzustarten, eventuell sogar direkt aus dem Backup zu starten, um so schnell wie möglich wieder arbeiten zu können. Maximale Performance bedeutet, ich habe auch einen entsprechend höheren Preis für die Speichermedien. Dementsprechend wird im Performance-Bereich häufig nur eine Zeit von 1 bis 2 Wochen aufbewahrt und nur für den schnellen Wiederanlauf meiner Maschinen genutzt. In dem Bereich bietet sich unser Silent Brick Plus an. Der Silent Brick Plus ist mit 12 SSDs ausgestattet und ist somit sowohl im I/O-Bereich als auch im Bandbreiten- oder Durchsatzbereich entsprechend optimiert, um den Performance-Bereich des Backups abbilden zu können. Gleichzeitig sollten die Daten weiterwandern. Über einen entsprechenden Copy-Job wandern die Daten in den zweiten Bereich, in den Kapazitätsbereich. Der Kapazitätsbereich hat die Aufgabe, Backup-Daten länger aufzubewahren. Mit der Zeit können Backup-Daten hier eventuell auch ausgedünnt werden, sodass ich beispielsweise über einen Monat tägliche Backups aufbewahre, anschließend ausdünne auf wöchentliche Backups und vielleicht sogar irgendwann auf Monats-Backups. Der Softwareschutz, den ich bereits hier im Kapazitätsbereich unterbringe, dient dazu, dass ich in einem Angriffsfall über Ransomware oder gezielte Angriffe im Idealfall bereits aus diesem Speicher meine Daten wiederherstellen kann. Am Ende bleibt aber ein Softwareschutz, wie es beispielsweise über Object Locking im S3-Bereich oder über die Continuous Snapshot-Funktionalität im Backup-to-Disk-Bereich über die NAS-Schnittstelle abgebildet werden kann, jedoch nur eine Softwareabsicherung. Es gibt also denkbare Szenarien, dass diese Softwareabsicherung ausgehebelt werden kann. Stellt sich also die Frage, wie kann ich die Daten final gegen jedwede Angriffe zusätzlich absichern? Hier kommen wir sehr schnell in den Bereich des Airgaps. Die physikalische Entkopplung der Medien aus dem laufenden Betrieb sorgt dafür, dass sie natürlich durch den Angreifer nicht mehr erreichbar sind und somit im Worst Case nicht angegriffen wurden. Der Airgap hat außerdem die Möglichkeit, dass ich die Daten nochmal an einen dritten Standort oder Brandabschnitt verbringe und somit meine Sicherheit zusätzlich erhöhe. Das Airgap-Medium bei uns ist der Silent Brick Air. Der Silent Brick Air arbeitet mit einem Erasure-Coding-Verbund über 12 Platten mit einer Vierfachredundanz, die mir sicherstellt, dass die ausgelagerten Daten im Bedarfsfall jederzeit wieder eingelesen werden können. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück auf unsere RPO-RTO-Betrachtung, kann man sagen, dass im Performance-Bereich RPO und RTO sehr kurz gewählt sind. Das heißt, meine Daten, die hier abgelegt werden, werden in hoher Frequenz abgelegt und sind entsprechend durch die Technik dahinter, durch den Silent Brick Plus mit den SSDs, sehr schnell wiederherstellbar oder gegebenenfalls sogar direkt aus dem Backup anstartbar. Im Kapazitätsbereich ist die RPO-RTO-Betrachtung entsprechend ein wenig gedehnter. Je nachdem, ob ich mit Ausdünnung der Daten über die Zeit arbeite, kann die RPO-Zeit, also das Wiederherstellungsalter, entsprechend etwas älter ausfallen. Auch die Wiederherstellungszeit ist aufgrund der Tatsache, dass wir hier nicht mehr mit SSDs, sondern mit drehender Platte arbeiten, eventuell etwas größer. Der Silent Brick Max ist daher optimiert für den Preis pro Terabyte und eine ausreichend schnelle Wiederherstellung in der zweiten Instanz. Der zusätzliche Softwareschutz, die Immutability über Object Locking oder über die Continuous Snapshot Funktionalität, sorgt dafür, dass die Betrachtung auf den dritten Bereich, den Airgap-Bereich, entsprechend entspannter ausfällt. Wie lange sollte ich jetzt meine Backups aufbewahren? Inzwischen weiß man, dass viele Angreifer bereits seit längerer Zeit im Unternehmen aktiv sind, bevor sie final die Backup-Infrastruktur angreifen und anschließend die Infrastruktur verschlüsseln. Im Worst-Case-Szenario ist es also sehr hilfreich, Backups zu haben, die nicht nur über Tage oder Wochen gehen, sondern auch einige Monate rückwärts abbilden können, um Forensik zu betreiben und herauszufinden, an welcher Stelle ist der Angreifer ins Unternehmen gekommen, welche Daten sind bereits kompromittiert und welche Daten kann ich wiederherstellen. Das dreistufige Backup-Konzept hilft mir hierbei.
Im Kapazitätsbereich kann ich bereits über eine gewisse Zeit zurückgehen, Daten sehr schnell wiederherstellen und meine Forensik betreiben. Reicht mir dieser Kapazitätsbereich nicht aus, habe ich Zugriff auf meinen AirGap-Bereich, der mit Sicherheit nicht kompromittiert wurde und nicht angegriffen werden konnte. Die Dreiteilung meines Backup-Konzepts hilft mir also, im Worst-Case-Szenario schnell wieder auf die Beine zu kommen. Der Performance-Speicher bietet mir einen Zugriff auf sehr aktuelle Daten in einer sehr schnellen Zeit. Stelle ich fest, dass der Angriff bereits länger her ist, kann ich auf den Kapazitätsbereich ausweichen und dort meine Backups wiederherstellen und auch über längere Zeit Forensik betreiben, um herauszufinden, wo ist der Angriff passiert. Hat der Angreifer es jedoch geschafft, bis in den Performance- und Kapazitätsbereich vorzudringen und Daten zu verschlüsseln, kann ich immer noch auf meinen AirGap-Bereich zurückgreifen, der durch die physikalische Entkopplung des Mediums aus dem laufenden Betrieb nicht angreifbar war über die Zeit, um somit auch ältere Stände wiederherzustellen. Beachten Sie bitte, dass im AirGap-Bereich die maximale Sicherheit dadurch erreicht wird, dass das Medium entkoppelt und entnommen wurde. Der Vorteil der Tape Library Emulation, dass die komplette Steuerung über die Backup-Software passiert, wird nämlich hier zum Verhängnis, wenn meine Daten weiterhin innerhalb des Systems verbleiben. Die Möglichkeit, durch die Backup-Software virtuelle Tapes oder auch echte Tapes anzustarten, zu verändern und zu formatieren, ist natürlich eine Hilfe für jeden Angreifer. Daher empfehlen wir ganz klar, im letzten Schritt im AirGap-Modus die Medien physikalisch zu entnehmen oder physikalisch zu entkoppeln. Hierzu gibt es seit geraumer Zeit auch die Funktionalität des automatischen Ejects. Der automatische Eject entriegelt, kurz gesagt, nicht nur die Silent Bricks zur Entnahme, sondern schiebt sie physikalisch aus dem Gerät. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie über den entsprechenden Link.